Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu dem ersten Tutorial, den ich hier für Rayroot mache. Und zwar will ich mich da bei dieser Serie um die Mechaniken und Sensoren in Rayroot quasi ein bisschen kümmern, euch zeigen, wie die funktionieren. Und das erste, was ich mir vorgenommen habe, ist der sogenannte Station-Sensor oder Bahnhof-Sensor. Der wird immer auf dem Bahnsteig platziert und wirkt dann auch nur für diesen Bahnsteig. Für das Beispiel werden wir den erstmal auf Bahnsteig 4 platzieren. Und wenn er platziert ist, dann ist es quasi wie so ein Strich über den Bahnsteig. Dann wisst ihr, okay, da ist jetzt der Station-Sensor oder Bahnhof-Sensor, wie auch immer das dann im Deutschen übersetzt wird. Noch Work in Progress zum Stand des Videos. So, und der ist ziemlich intelligent. Der kann euch quasi sehr viel Arbeit abnehmen, wenn ihr ihn richtig einstellt. Denn wenn der Zug einfährt, dann kann er automatisch die erste Fahrstraße legen, je nachdem, wo der Zug hin soll. Und dazu haben wir die sogenannte Routing Table. Mit dieser Routing Table können wir eben sagen, wo er die Züge hinschicken soll, je nachdem, was für ein Ziel sie haben. Um das anzulegen, klicken wir hier bei Routing Table auf das Plus und wählen erstmal, abgesehen davon, also vom Standpunkt aus, wo die Züge hinfahren könnten. Das wäre in dem Fall Bern und Basel. Sprich, wir klicken jetzt hier mal Bern an und dann müssen wir eben sagen, Select Connection, sagt er ja schon, wo soll er sie zum ersten Mal hinschicken, wenn der Zug jetzt zum Beispiel nach Bern will. Das wäre zum Beispiel dieser nächste Block. Und er kann auch die Fahrstraße nur bis zum nächsten Block machen. Nicht weiter, also ihr könnt jetzt nicht direkt hier den Bahnsteig auswählen, das geht nicht. Nur bis zum nächsten Block. Gut, dann hätten wir jetzt quasi die Fahrstraße bis, also wenn er nach Bern fahren will, dann macht er hier den Block, also die Fahrstraße bis hier, zu diesem Autoblock. Ja, wenn jetzt aber jemand nach Basel will, dann weiß jetzt der nicht, was er damit machen soll. Dafür gibt es jetzt die Option ADAS. Also wenn er nicht weiß, also wenn wir jetzt keine Fahrstraßen vordefiniert haben, je nach Ziel, müsst ihr jetzt hier sagen, okay, wenn alles von dem da oben nicht zutrifft, dann schick ihn irgendwo hin. Zum Beispiel hier ins Coachyard. Sprich, wenn jetzt ein Zug nach Basel fahren würde, von Zürich aus, und der hat es jetzt hier nicht, dann würde er den in Coachyard reinschicken, weil er die Fahrstraße dafür nicht kennt. Aber wir können es natürlich anlegen. Dafür gehen wir wieder aufs Plus, sagen jetzt hier Basel und sagen dann hier, okay, dieser Block. Sprich, wenn der nach Basel will, dann schickt den auch wieder dahin. Und für das Segment hier danach bräuchten wir jetzt wieder andere Sensoren. Oder wir stellen es selber. Das zeige ich euch aber in einer anderen Tutorial. So, es gibt auch noch die Option, dass Züge hier enden und dann zum Beispiel in den Coachyard oder ins Depot quasi enden wollen. Dann kann man eben sagen, okay, wenn der Zug hier endet und er soll eigentlich dann ins Depot fahren, dann sagen wir hier so, finish to, hier das Coachyard. Sprich, wenn ich hier enden und er merkt das, dann schickt er die automatisch hier rein, denn er würde die Züge auch automatisch wenden, wenn sie falsch stehen. Also ist ziemlich intelligent. Ich würde sagen, wir werden die Zeit mal ein bisschen vorspulen lassen und ich zeige euch das anhand eines Zuges, der hier gleich reinkommen wird. Und wenn er dann reinkommt, ich glaube, der sollte nach Bern fahren, wird automatisch die Fahrstraße bis hierhin gelegt. Also schauen wir uns das mal ganz kurz an. Dann gehen wir kurz Auto Accept. Und los geht's. Und da ist der Commuter auf der falschen Straße. Das finde ich gut. Ja, den schicken wir jetzt mal. Wohin will er denn? Nach Bern, Plattform 2. Sollte hier unten aber auch gleich noch einer kommen. Die anderen Züge werde ich jetzt erstmal ignorieren. Genau. Der ist jetzt hier eingefahren und der will dann nach Basel, also hier nach oben hin. Und sobald der weg ist, sollte dann die Fahrstraße gestellt werden, wenn der abfahren möchte. Schauen wir uns das doch mal kurz an. Bleibt ein bisschen länger stehen und da habt ihr es. Die Fahrstraße wird gestellt bis zu diesem Block. Also wir lassen den Zug mal hier kurz wegfahren. Seht ihr das? Das ist hier rot. Das müsste man jetzt selber stellen. Aber bis dahin wäre es zumindest automatisch gestellt. Und so funktioniert der Station-Sensor, beziehungsweise Bahnhof-Sensor. Ich hoffe, das war verständlich. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare rein. Gebe ich euch natürlich gerne Hilfe. Bis denn dann.